Hallo zusammen, da sind wir schon wieder. Maib und Gotti. Genau, und heute wird ein weiterer Challenge in Angriff genommen. Wir haben uns mal einen ganz besonderen Challenge ausgedacht. Vor allem nach dem 57,5 Kilo Challenge. Ja, und der Gewinner? Den er leider nicht ganz geschafft hat. Ah! Ja. Aber er wird sich reinsteigern. Moment, ich versuche nochmal. Ah! Okay, okay. Das war der letzte Challenge. Davor hatten wir einen Schwertkampf-Challenge. Den hat er gewonnen. Ja. Und jetzt haben wir den ultimativen Challenge für euch. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen wird. Wir müssen uns jetzt gleich noch eine Strategie ausdenken. Auf jeden Fall können wir schon mal verraten, es wird der Full Stack Challenge. Ja, das Endbombechen jetzt. Was steckt dahinter? Full Stack sagt euch sicherlich was. Das bedeutet, von den Maschinen, wo man das Steckgewicht hat, dass man da natürlich zum Letzten übergeht. Das heißt, die allerletzte, das ganze Gewicht nimmt, den Full Stack nimmt. Und das ist natürlich so die Alpha-Ansage. Und wir schauen heute mal, wie viele Maschinen hier überhaupt mit Full Stack sind. Ja. Und dann zählt in erster Linie, wie viele Maschinen wir davon überhaupt mit Full Stack bewältigen können. Das heißt, mindestens eine Wiederholung damit machen. Und danach zählt dann auch, wie viel Wiederholung wir insgesamt machen, damit wir das natürlich irgendwie evaluieren und zählen können. So, das ist der ultimative Challenge. Für uns bedeutet das ja heute leider, das ist zwar immer nur ein Satz, aber trotzdem, dass wir ein ziemliches Ganzkörper-Workout machen müssen. Ein Full-Body-Training fast. Genau. Kräftige Challenge. Deswegen, nun ja, wir werden uns Mühe geben und das zerstört natürlich so ein bisschen den Split, aber es wird Spaß machen. Eine Sache muss man noch bedenken, bei den meisten Fitnessstudios gibt es ja Maschinen, die eben unterschiedliche Hebelwirkungen, unterschiedliche Stacks haben. Selbst bei den Gym 80-Geräten, die hier sind, hat man manchmal 100 Kilo als höchstes, 105, manchmal 135, das kann immer unterschiedlich ausfallen. Das heißt, es ist natürlich schwer zu vergleichen, aber dazu kommen wir später. Jetzt zählen wir erstmal, wie viel wir überhaupt an Maschinen haben und verschaffen uns eine Übersicht. So, wir haben uns eine Übersicht verschafft und wissen jetzt, wie viele Maschinen es überhaupt sind, die wir hier gleich abreißen müssen. Es sind nicht wenig, 27 Maschinen habe ich aufgeschrieben. Jetzt kommt das große Problem, die Hälfte davon sind für die Beine. Ja, da haben wir eine ganze Menge und wir müssen uns jetzt vor allem, und das gehört mit zu diesem Challenge eigentlich, eine Strategie überlegen. Denn es wäre ja ziemlich bekloppt, wenn wir jetzt alle Rückensachen hintereinander machen würden und alle Beinsachen, weil dann sind die Beine einmal erschöpft und der Rücken erschöpft und dann machen wir weiter. Das Beste ist also, wenn ihr ein System habt, in dem ihr die Muskelgruppen so unterteilt, dass ihr sie quasi ja, maximal voneinander entfernt trainiert. Auch den Bizeps wiederum von dem Rücken entfernt, den Trizeps und die Schultern von der Brust entfernt und so weiter. Das ist die Strategie dahinter. Und dann am besten mit den Muskelgruppen anfangen, wo ihr euch nicht sabotiert. Das heißt, wenn ihr den Bizeps macht, bevor ihr den Rücken macht oder den Trizeps vor der Brust, könnte auch schwer werden. Ja. Oder die Schultern davor. Schulter. Ja, wir machen es jetzt, damit es ein bisschen einfacher ist für das Video, machen wir die gleiche Strategie immerhin. Was ihr machen könntet, ist sogar, wenn ihr so einen Challenge nachmachen wollt, dass jeder seine Strategie fahren muss, weil das ist auch noch eine schöne Strategiekomponente dabei. Nun ja, ich habe hier mal alle aufgeschrieben, wir haben sage und schreibe 27 Maschinen. Und jetzt gibt es folgendes Punktesystem. Jetzt gut aufpassen, Maib. Wir zählen in erster Linie, wie viel von den Maschinen wir überhaupt schaffen mit Full Stack. Das heißt, vielleicht schaffe ich am Ende 20 von 27 überhaupt in Full Stack, eine Wiederholung. Sobald man eine Maschine in Full Stack mit nur einer Wiederholung schafft, zählt das 5 Punkte. Ja? Die erste Wiederholung sind 5 Punkte. Jede weitere Wiederholung sind 1 Punkt. Okay. Das heißt, eine Maschine generell im Full Stack zu schaffen, ist wertvoller, als noch Wiederholungen hinzuzufügen bei anderen. Macht Sinn. Das macht Sinn. So machen wir das. Das ist das System. Merkt es euch, ihr könnt natürlich gerne Verbesserungsvorschläge machen, andere Systeme mal vorschlagen und so weiter, wenn ihr das Ganze gut findet. Und jetzt denken wir uns eine Strategie aus und trinken schon mal vorher einen Booster, weil auf Booster lässt sich besser taktieren. Yes. So, wir haben diesmal einen All-in-One-Booster, Kevin Lerone's Maryland Muscle Machine. Saugen, nicht pusten, Mann. Dass er das auch nie lernt. So,
So, natürlich darf man so einen Wettbewerb nicht zu genau nehmen. Wir gucken, dass wir mindestens eine Wiederholung natürlich sauber schaffen. Das heißt, da muss man dann immer darauf achten, was ist jetzt sauber und wie weit geht der Radius von dem einen. Deswegen wollen wir uns nicht zu genau nehmen. Aber ja, das ist so, wir nehmen jetzt alle Maschinen, die ein reines Steckgewicht haben. Wir nehmen nicht die Maschinen, die ein Steckgewicht haben und an Kabel geführt sind, weil da gibt es zu viel Variationsspielraum, welchen Muskel man zum Beispiel beim Tower damit trainiert und sowas, sondern wirklich die Maschinen, die dir nur einen Bewegungsradius vorgeben, und das reicht ja auch schon bei 27 Maschinen. Nice. Beine wird sehr schwer, wir haben schon gerade einen ersten Überblick hier uns geholt, und meine Vermutung ist, dass ich all die Maschinen, die mit dem Beinbizeps zu tun haben, besonders das einbeinige Beinheben, dass ich die nicht schaffen werde im Full Stack. Bei allem anderen mache ich mir relativ wenig Sorgen. Seitheben und Trizeps drücken, glaube ich, schaffe ich auch nicht eine Wiederholung im Full Stack. Die werde ich mal draufgehen lassen müssen. Also mein Tipp ist, ich lande so bei 20 von 27 Maschinen, die ich Full Stack schaffe. Was meinst du? Ich würde mindestens 24. 24, ich schaffe 20. Damit hat er schon mal ein paar Punkte 24. mehr. Ja. Also den 5 Punkt mindestens nehme ich mit. Ja. Jetzt ist das Problem, wir müssen uns natürlich trotzdem aufwärmen, weil an die Beinpresse mit trotzdem 235 Kilo muss man nicht rangehen, ohne aufgewärmt zu sein. Und da müssen wir uns jetzt so ein bisschen rantasten. Wir werden jetzt die Schultern warm machen und dann geht es eigentlich auch schon los. Ja. Ich denke mal, da wir die Beinmuskulatur verteilen, werden wir so ein bisschen mit der anfangen, aber die soll uns natürlich auch nicht zu viel Energie kosten. Nun ja, jetzt wird's spannend. So, wir haben beschlossen mit der absolut härtesten Übung und dem größten Gewicht, das wir überhaupt bei einer Maschine bewältigen heute, anzufangen. Vor allem, weil fast die Hälfte der Maschinen alle Beinmaschinen sind, müssen wir mit Beinen anfangen, um die gut zu verteilen. Deswegen fangen wir an mit der Beinpresse. Hier gelten nur folgende Regeln: auf 90 Grad runter, so kurz vor dem Aufkommen. Wir haben das jetzt so weit eingestellt, dass es 90 Grad Winkel der Beine sind. Und man darf nicht mehr als 2 Sekunden in einer Position halten, dann zählt es nicht weiter. Also man darf jetzt nicht länger pausieren und dann nochmal anfangen und so. Außerdem nicht mit den Armen gegen die Knie drücken, höchstens auf den Knien halten, aber keinen Druck ausüben. Ja, so viel zu den Korinthenkackern. Jetzt fangen wir hiermit an. Das saugt natürlich dafür wiederum am meisten Energie. Ich bin froh, wenn wir danach zum Oberkörper kommen. So, Full Stack sind hier schon mal für die Statistik. Full Stack sind hier schon mal für die Statistik 245 Kilo. Wie gesagt, man kann es sowieso schlecht tracken. Wir schreiben es jetzt immer mit dazu. Und jetzt gucken wir mal. Die Punktzahl seht ihr da oben. Außerdem auch die wievielte Maschine wir geschafft haben im Full Stack. Und die ganzen Statistiken könnt ihr jetzt verfolgen. So, ihr seht, 90 Grad, so starten wir. Und der Challenge kann beginnen. Ist trocken, ne? Ich versuche das anders zu machen. Ich versuche von jeder Maschine mindestens einmal schaffen und so spare ich Energie vor dem Rest. So. Aber dann wirst du keine Punkte machen und verlieren. Ja, du, jeder Gerät bekomme ich 5 Punkte. Let's go. Nicht drücken. Ich drücke nicht. Gut. Nicht. Nein. Wow. Wie wir festgestellt haben, der Maib hätte noch gekonnt, aber der hat eine spezielle Taktik. Und mein Taktik ist so. Ich versuche, die 27 Geräte jede mindestens einschaffen, und so bekomme ich dann 5 Punkte. Und ich glaube, dass der, also wie der das macht,
Das darf nicht die 20. Zigarette. Gut, aber jetzt ist schon der Denkfehler, glaube ich, aber das ist meine Taktik, weil ich habe jetzt schon zweimal 5 Punkte mehr geschafft als er. Das heißt, muss er schon ganze 2 Maschinen mehr schaffen. Ich glaube, jetzt schon ist er auf dem Verliererast. Wenn der so 10 Geräte macht, ich glaube, der bekommt nichts mehr weiter. So, weil wir den Beinbizeps so oft haben, nämlich ganze 3 Mal, werden wir jetzt schon mal den Beinbizeps hinterher machen. Der ist noch nicht so angeschlagen, glaube ich. Und dann geht es weiter mit einer Oberkörperübung. Ebbe. 3. 4. 5. Die letzte zählt nicht, das war nur 5. Sehr gut. Hammer. So, jetzt sind wir beim Latzug angelangt. Full Stack. Angepasst. Jetzt muss Mike mal für 3 Runden anfangen, weil der Schlingel ja sich immer nach meinen Wiederholungen richtet. Jetzt macht er 3, dann wieder ich 3 und so weiter. Ihr seht, das wird richtig ernst hier. Los! Uff. 5 Punkte hast du schon mal. Uff. Hammer! Uff. 3 Stück. Am Ende nochmal. So, jetzt geht's wieder zu den Beinen, Beinstrecken. Dann sind wir schon mal ein paar gefürchtete Übungen los. Ich habe so das Gefühl, seine Taktik wird nicht ganz aufgehen. Und dann geht's weiter mit einer Ruderübung und wieder die Brust. Und 4, 5, Hammer, 6, 7, 8, 9. Hat es. Ich glaube, ich brauche gleich schon ein Intra-Workout. So behindert habe ich noch nie trainiert. Ich hab's 20. Hier sind 105 Kilo. Diese Rudermaschine
Und ich bin ein runden Fan, das heißt, ich glaube, ich würde 20. Ja, 20 auf keinen Fall. Easy. Gucken wir. Ihr seht, er wählt die enge Variante, die unten hingeht und nicht oben. Ist auch leichter. Drei. Komm schon, zieh. Vier. Gut. Fünf. Er trainiert trotzdem noch sauber und vorbildlich. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Hammer. 10, dann macht er doch noch 20. 11. 12. 12. Aber sauber, ey. Ja, du hast ja auch schon gut sauber gemacht. Genau. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Die Maschine weg. 17. Meine Taktik, ich mache immer 5 mehr im Moment, weil das eine ganze Maschine ist, die er gut machen will. Full Stack sind hier. Full Stack sind hier 105. Ich mache die natürlich breit, weil eng schwieriger. Jetzt muss ich wieder dreimal anfangen. Genau. Und dann haben wir eigentlich die schwersten Übungen schon hinter uns. Zumindest die, die das meiste Gewicht fordern und eigentlich den größten Teil des zentralen Nervensystems. Rudern, Latzug und natürlich die Beinpresse. Aber die isoliert schwersten Übungen, die ich auch glaube, die ich nicht schaffen werde, die haben wir noch vor uns. So. Verstellen. Ja. 2. 3. Ja. Gib Gas, komm. Einmal 1. 2. Da hat er viel mehr Power als ich. 3. 4. Hammer, weiter, komm. 5. Jetzt machst du Punkte gut. 6. Richtig gut. 7. Mach die 10 voll. 8. 9. 10. 11. Richtig gut, Mann. 12. 13. Hammer. So, ihr habt gesehen, es wird spannend, weil Maib ist so viel stärker im Gluteus und Beinbizeps. Krass. Aber und da haben wir noch eine Übung von. Jetzt Überzüge, da gibt es eigentlich nur die Regel, man muss hier unten einmal touchen, berühren. Man muss touchen? Ja, einmal kurz touchen. Du musst nicht halten, aber touchen, damit du nicht hier, hier, hier aufhörst. Ernsthaft? Einmal kurz hier, ja. Full Stack sind hier 105. So, hier.
2. 3. 4. 5. 6. Come on. Das nicht, aber... Waren alle getouched? Ja. Und... Go! Gut. Nächste geht auf. Und... Hammer! Und... 5. Richtig gut. 6. Hier gibt es nicht die Regel wie sonst beim Training. Vorne so ein bisschen halten und kontrolliert. Bisschen touchen. Das war's. Kleine Berührung, aber nicht die Finger quetschen. Und das zählt. Hammer! Und 2. 3. Gut. 4. 5. 6. 7. 8. Richtig gut, Mann. 9. Letzte Brusteinheit hier. Knapp. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 30. Butterfly Reverse haben wir 85 Kilo. Gib Gas. Als Reverse ist schon viel, aber... Oh. Gut. That was it? Ah. Das war nur wow. Ich dachte auch wow. Oh, der erste Maschine, die wir nicht schaffen. Moment. Ich mach das. Mach dich nicht K.O. Nein. Nochmal versuchen. Komm, Baby! Ab! 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 Ein! Eins! Die 5 Punkte hast du! Ab! Zwei! Komm, komm, komm! Drei! Vier! Aber ich dachte, das wäre die erste, die wir nicht schaffen. Ich hab's geschafft, Mann! Eins! Fuck.
noch einen, oder? Ah ja, okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Richtig raus, mach wohl kreuzen, kannst besser. Okay. Und gib Gas! Push! Push, push, push! Hast du, hast du, hast du! Hol dir die 5 Punkte. Ah. Lass mich mal noch mal locker. Ah. Gib ihm mal noch 2 Minuten. Setz dich am besten ein bisschen weiter hoch. Ja, genau. Ein bisschen besser, besser Schläge. Boah, warte mal. Hohlkreuz, Brust raus. Eine Million, also 5 Punkte zumindest. Komm. Und. Ah. Ja, 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 ja. Und 5 Punkte. Ah. Hammer. Zwei. Jetzt ist es gut. Drei. Vier. Gut. Drei. Jetzt mache ich mir die Ellbogen noch kaputt. Ja, immer so auf 90 Grad weiter. Schaffe ich eh nicht. Also hast du viel gesagt? Ja, eins. Zwei, richtig gut, Mann. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Hallo, langsam. Zwei, eins. Sechs. Neun. Zehn. Easy, Mann. Elf. Zwölf. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Boom! So, Mike. Und jetzt der Popo. Ja, bis der Oberschenkel auf einer Linie mit dem unteren Rücken ist, mit dem Oberkörper ist. Und jetzt. Eins. Zwei, schön austreten. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Richtig gut, Mann. Und rechts muss jetzt nur genauso viel schaffen wie links. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf.
7, 8, 9 und 10. So, Mike darf hier wieder starten. Hier haben wir nur die Regel, unten einmal kurz berühren, egal wie. Und naja, dann sollte es hinhauen. Nee, nee. Im Sitzen starten. Mieser Hund. Ja, eins. Schon die 5 Punkte. Nee, du musst hoch. Den Händen über den Kopf. Über 90 Grad, genau. Das ist über 90 Grad. Aber das ja. Und 3. 4. 5. Richtig gut. 6. 7. 8. 9. Gefürchtete Übung, von der ich auch vermute, dass wir davon keinen schaffen. Auch hier gilt es, bis der Arm so fast gestreckt ist und dann auf 90 Grad Beuge wieder hoch. Ja. Gib Mann, Gas, Mann. Vorausatmen. Und doch. Komm schon. 3. Richtig gut, komm. 4. 5. Komm, die 20 machst du voll. 6. 7. 8. 9. Komm schon. 10. Kriegen die heute noch alle immer. Drei. Schaffe ich es, aber ich muss die erst warm machen. Tut dir die auch so weh? Ja, irgendwie weh. Manche Maschinen versuche ich einfach nur rumzukriegen, dass man die ersten 5 Punkte absahnt, weil ich nicht weiß, wie gesund das ist. Man ist ja nicht durchgehend warm. Ich habe das gerade beim Trizeps gemerkt, da taten die Ellbogen so weh. Oh ja. Eigentlich müsste man sich da ein bisschen besser aufwärmen vorher. 1. 2. 5, 6, weiter nach vorne, komm. 7, gut. 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, mach den Rücken nicht krumm. 15, 16, gut. 17, 18, 19, 20. Fuck! Mach so lange weiter, bis der Lendenwirbel raus ist. So, wie gesagt, bei manchen Maschinen ist es recht schwer, da einen Radius oder eine Regel auszumachen. Darf man nicht so ernst nehmen. Das haben wir hier gesagt, bis diese beiden Streben parallel zum Boden sind. Wenn das gemacht ist, er ist Schiedsrichter, dann zählt das alles. Er zählt, wenn er nicht mehr weiter zählt, habe ich gefuscht. Genau. Oh. Hammer. Eins. Zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 11, 12, 13, 14, 15, na, 15. Ich habe mal einen doppelt gezählt, weil du zweimal gemacht hast. So, wir sind schon so ziemlich beim Finale. Alles findet jetzt in dieser Ecke hier statt. Heißt, wir haben einmal eine Bauchmaschine mit den Griffen oben, einmal eine Bauchmaschine mit einer Rolle davor, zweimal Bauch, Adduktoren, Abduktoren und die Waden. Waden ist auch sehr schwer zu tracken. Machen wir irgendwie. Ja. Jetzt holt der Maib tatsächlich noch auf. Wir wollen aber keine Ausreden geben. So, ich weiß jetzt gar nicht, bis wohin wir das machen hier. Du zählst wieder? Ist hier. Was sagen wir? Wir testen mal eben den Radius. Bis da? Mehr. Ja. Ich kann gar nicht mehr. Selbst ohne Gewicht. Bis da? Bis da. Ja. Okay. Dann merken wir uns. Ja. Bis vorher hier. Das Gewicht ungefähr hier ist. Ja. Ich hab's eingekratzt mit den Fingernägeln. Warte, das ist nicht mehr. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Ja. 13. 14. Gut. 15. Hammer. 16, 17, 18, 18, 1, 2, 3, 4, 5,
So unaufgewärmt die Adduktoren. Macht Platz, jetzt kommt der Landvogt. Boah, erstmal Spagat. So. Hey, vier weg. Fünf. Wir können alle Maschinen bezwingen, Mann. Oh Gott. Was machen wir jetzt? Weiter. Ja, dann schwerer. Ja. Nein, du brauchst ein bisschen schwieriger. So komme ich, habe ich es mir ja. Mhm. Komm schon, 5 Punkte zumindest. Da ist ja gar nichts zu holen. Fuck. Überraschung. Nee. Was ist das denn für eine Scheiße? Fuck, das zählt doch nicht. Keine Chance. Schon gemacht. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh! Oh mein Arsch! Meine Puppe! Wo ist die Kamera? Okay. Es ist vollbracht. Wir haben es geschafft, eine kurze Auswertung, obwohl ihr alles mitverfolgen konntet. Wir haben es jetzt mal gerade hier gesehen. Wir haben ganz stolz beide 24 von 25 Fullstacks geschafft. Es gab nicht 27, sondern nur 25 Maschinen, da habe ich mich ein bisschen verzählt am Anfang. Insgesamt habe ich bei 13 mehr Wiederholungen gemacht und Mike bei 9. Und wir hatten ein paar mit Unentschieden, glaube ich. Und
Es gab von den Punkten allerdings, ist seine Taktik nicht ganz aufgegangen, bin ich mit 30 Punkten vorne bei der ersten Rechnung. Aber grundsätzlich, ihr habt gesehen, so rein vom Radius, wer jetzt hier anfängt rumzumeckern, aber da nicht so ganz full range of motion und nach vorne gelehnt oder sonst was. Wir haben es extra mit Maschinen gemacht, das hier ist keine Challenge, um so ganz akribisch zu sein, aber wir haben es versucht, so genau wie möglich zu machen. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, wenn ihr das da draußen nachmacht, was ihr für eine Punktezahl erreicht. Ja, man kann Fitnessstudios schlecht miteinander vergleichen. Wir haben die Gewichte deswegen immer dazu geschrieben, aber selbst die Übersetzungen und die Bänder sind teilweise anders. Aber macht den gerne mal unter euch, mit euch. Und natürlich würde es mich auch sehr interessieren, wenn das mal ein paar andere YouTuber machen würden. Also tatsächlich wäre das natürlich schön, wenn diesen Full-Stack-Challenge mal so ein bisschen durchgeht. Ja. Also mich würde es jetzt mal interessieren, auch bei wem, ne? Also bei so einem Görki oder bei so einem Simon Teichmann würde mich das mal interessieren, was die da so machen. Die sind nämlich auch beide recht kräftig noch dafür. Aber ja, wenn die also mal Lust haben, sowas zu machen, wäre es natürlich eine tolle Sache. Ansonsten kennt ihr jetzt einen neuen Challenge, den Full-Stack-Challenge. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich bin jetzt echt fertig. Vor allem, wenn ihr mal eben einen Satz nur für die Adduktoren bis zum Ende macht. Ja. Boah, das ist hart. Ich finde es gut als ein Full-Body-Training, weil manche Leute machen so wie ein Full-Body-Tag. Ja. So Training. Manche also, Leute machen sowas. Ne? Wir machen das hier nicht. Wir nicht. Ich war aber so naiv, ich dachte, wir machen noch ein Training hinterher. Das können wir knicken. Ich werde jetzt nur noch duschen und das war's. So, zwei Challenges in the row. Den anderen Challenge, unseren 57,5 Kilo Kurzhantel-Challenge, gestern erst gemacht. Gestern. Ne? Den seht ihr da oben. Ja. Und ansonsten, wenn euch sowas gefallen hat und ihr mehr Challenges sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Das werde ich an den View-Zahlen sehen, an den Like-Zahlen. Und ansonsten schreibt mir Kommentare dazu. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und ob sowas überhaupt von Interesse ist, diese Challenges zu machen oder lieber wieder reines Infotainment und mehr Informationen. Also Bro, ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf uns, weil ich hatte gedacht, dass wir nicht so viel schaffen würden. Und außer uns, also wir haben 24 von 25 geschafft. Ja, ne? Wir sind echte Gymkiller, ja, würde ich sagen. Und ihr seht, man kann sich auch damit miteinander anfeuern. Ich bin schon ganz raus. Also gut, das war's für mich. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst es mich wissen. Ansonsten, Maib und Gotti, out. Like and subscription.